Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ich bin gespannt, was uns heute hier alles erwarten wird. Wir gucken mal rein und es ist gleich ein Kunstlevel, ein Automatiklevel, ein Musiklevel. Es sind gleich drei Leveltypen, die ich überhaupt nicht mag. Deswegen geht es auf jeden Fall erstmal weiter. Automatisch, Technik, Lift Platforming 43. Da schauen wir rein, hat eine Abschlussrate von 4,01%. Ich hoffe mal, wir stellen uns hier ganz gut an und schaffen das. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen dort rüber. Oh Gott, okay. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, so wie ich das gesehen habe, und müssen ganz schnell dort hoch und den Schlüssel holen. So, und dann müssen wir hier durch die Tür. Okay, der erste Raum war noch relativ einfach. Da müssen wir da hoch und da durch und dann sollten wir eigentlich zu dem Speicherpunkt kommen. Sehr gut. Okay. Wie komme ich da jetzt rüber? Okay, Moment. Auf den Eiszapfen kann ich ja wahrscheinlich langlaufen. Dann hole ich mir den Schlüssel und gehe in die Tür rein. Gut, das habe ich auch verstanden. Jetzt wird es natürlich wieder... Ach, dann kann ich da links nach oben springen. Okay. So. Der Raum ist eigentlich auch kein Problem mehr. Der ist eigentlich auch relativ einfach, muss ich sagen. Schnell hier rein. Bei dem Raum wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Da muss ich dann wahrscheinlich... da hätte ich da rüberspringen können und dann bin ich nicht gut genug gesprungen. Da bin ich wahrscheinlich nicht gut genug gesprungen. Also wie gesagt, den Raum haben wir ja jetzt hier ohne Probleme und oft genug gesehen. Aber ich denke mal, im nächsten Raum werden einige scheitern. Da kommt man ganz schlecht drauf auf diese zweite Plattform da. So. Ja, schwierig, aber unseren Schlüssel bekommen wir hier. Schnell dort rein. Und jetzt wird's kritisch hier. Okay, warte mal. Jetzt komme ich... kommt die Plattform jetzt nochmal? Das ist die Frage. Ich muss ja da hoch. Ich glaube, die kommt nicht nochmal. Das heißt, wir müssen... ärgerlich. Wir müssen dann da drauf. Das gibt's da nicht. Jetzt muss ich ja echt nochmal... Das habe ich mich so gefreut, dass ich da oben war. Und hinter den Kanonen ist eine Plattform... So. Hinter den Kanonen ist eine Plattform entstanden, auf die ich dann drauf springen will. Aber irgendwie hat es von der Höhe nicht wirklich gereicht, dass ich da oben rangekommen bin. So. Da muss ich warten, dann da nach oben und dann durch die Röhre. Okay, gut. Aber ob da nochmal ein Speicherpunkt kommt, ist fraglich, ne? So. Das ist alles okay, aber ich finde halt im nächsten Raum die Sprünge ziemlich anspruchsvoll. Weil das ist echt schwierig hier da raufzukommen. Wenn man dann, wie ich jetzt zum Beispiel, zu zeitig springt, bleibt man an dem Block da hängen und fällt nach unten. Also hier ist immer eine Ab... jetzt falle ich da runter.
Hier ist immer eine Abwechslung drin zwischen leichten Räumen und schwierigen Räumen. Hab ich so das Gefühl. So, und schön hier oben rein und nicht wieder nach unten fallen. Wenn man hier drüber springt, dann fällt man auch in den Abgrund. So. Dann renne ich nur und springe nicht. Ich wollte auf die Plattform dort oben. Ach Mann, ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber wir werden das schon hinkriegen. Irgendwann auf jeden Fall. Ich denke mal, der nächste Raum ist dann auch da, dass man ins... Ach, wieder zu... Ah, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu spät gesprungen. Meine Güte, also von der Zeit her haben wir genug Luft nach oben. Und ich denke mal, der nächste Raum ist wirklich der Raum, wo die meisten sterben werden. Ah, zu zeitig, zu spät. Das ist halt das Problem, weil die so schnell nach unten fallen. Oh Gott, wenn ich jetzt in den Abgrund gefallen wäre. Also der Raum ist wirklich nicht schwer und der erste war eigentlich auch nicht schwer. Ah, und ja, hier erwischt es mich. Wir spielen jetzt hier schon... eine ganze Weile. Ich hoffe doch mal, dass ich das trotzdem hinkriege. Aber wie gesagt, dann wartet ja noch die letzte Challenge auf uns im letzten Raum, weil da gibt es meistens ja dann keinen Speicherpunkt davor. Also man muss dann am Ende drei Räume mit einmal meistern. So. Oh Gott. Oh, wir sind zumindest jetzt erstmal schon einen Raum weiter. Und es gibt doch nochmal einen Speicherpunkt. Sehr gut. Nein. Da hätte ich die rote Münze holen müssen. Und da hätte ich in die Tür reingehen. Ach nein, da oben hat mir eine Münze gefehlt. Ich hätte nach oben nochmal gemusst. Mist! Also die, dann hier rüber, dahin und ganz schnell hier rein. Boah, und nicht treffen lassen. Das ist echt... Oh Gott, wie soll ich denn hier reinkommen? Puh, okay. Sehr schön. Schönes THX. Richtig gute Challenges. In 46 Sekunden ist dieses Level zu beenden. Ich habe jetzt 5 Minuten und 14 Sekunden gebraucht. Ist aber in Ordnung. So, Playable Mushroom ist nicht meins. Find the Difference hatten wir auch schon zu Genüge. Winter Mini Game World. Ah komm, wir schauen in die rein. Hat eine Abschlussrate von 31,11%. Sollte für uns nicht das Problem sein. Und ich habe mich verletzt. Ich habe da ein Pflaster um den Daumen. Deswegen ist das Spielen auch nicht gerade so einfach. Weil durch das Pflaster rutscht man immer vom... Control-Stick ab. Aber ja, ist keine Ausrede. Wir schauen mal. Okay. Sehr schön. Das hat geklappt. Wunderbar. Sollen wir mal gucken. Jawohl, beim ersten Mal. Super. Schöne Mini-Games. Na ja, okay, wir haben nur von Schneebällen verfolgt. Jetzt muss ich mal noch da drüben drauf kommen. So, den Schlüssel haben wir. Schneeballschlacht, sehr gut. Jetzt kommt da noch ein Boss. Naja, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit.
Naja gut, das ist Bum Bum. Das ist jetzt nicht so schwierig, glaube ich. Einfach einmal hin und her rennen und... Naja, jetzt rennen wir nochmal zurück. Und dann gehen wir hier in die Tür rein. Ja, Bum Bum hat ja gar keine Chance gehabt gegen die Eiszapfen. Super, und jetzt sollen wir noch rennen. Das Problem ist... Ist das noch ein Speedrun hier? Jawohl. Musik-Speedrun noch am Ende. Sehr cooler Abschluss. Ein wunderschönes Level. Bekommt auf jeden Fall ein Herz von mir und wir sind 30 Sekunden zu langsam gewesen. Naja gut, okay. Machen wir mal weiter. Refreshing, oh, die müsste man eigentlich alle im Bu geben, dass die hier rauskommen aus den Charts, ne? Gegen die Zeit Speedrun, 50 Sekunden, 23,89% Abschlussrate. Ah! Aber im Super Mario World Style und wir müssen 6 50er Münzen einsammeln. Auf geht's, werden wir es schaffen? Ah, das ist alles schon wieder hier so ziemlich verwirrend. Ah, falsche Richtung. Die erste Münze haben wir. Die zweite. Da hätte ich nach oben reingemusst. Ah, okay. Drei Münzen hatten wir gesammelt. Wir müssen natürlich genau schauen. Diesmal lasse ich hier nichts aus. So, nach links, nach rechts. Springen und durch die Tür. Drei Münzen haben wir. Drei fehlen noch. Jetzt geht's nach links. Durch die Tür. Und rechts weiter. Oh Gott, hier ist ja alles total verwirrend. Jetzt bin ich einmal durchs Ziel. Das ist natürlich cool. Hat uns natürlich eine Münze gefehlt. Und jetzt sollten wir eigentlich ans Ziel kommen, oder? Wie sieht es von der Zeit her aus? 14 Sekunden noch. Und da sind wir am Ziel. Okay. Aber das hängt alles so cool zusammen. Also das bekommt auf jeden Fall auch ein Herz von mir, das Level. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Long Cave Speedrun, 70 Sekunden Musik, Einzelspieler, Mountain Climbing. Was haben wir hier für eine Abschlussrate? 84%, sieht nach einem klassischen Level aus. Und ja, wir gucken mal, ob wir hier relativ gut durchkommen. Warte mal, da kommen wir gar nicht rein. Das heißt, wir müssen hier nach unten und kommen irgendwann dort oben durch die Röhre raus. Mountain Climbing. Wir müssen also den Berg besteigen und wahrscheinlich dann auch wieder nach unten gehen. Okay, ich verstehe bis jetzt die Abschlussrate. Ist einfach nur rennen und jumpen. Okay, hier geht's weiter nach oben. Ob es in den Röhren was gegeben hätte, weiß ich nicht genau. Da habe ich jetzt nicht geschaut. Okay, die Plattformen, die fallen auf jeden Fall nicht nach unten. Hier werden wir ein bisschen gefordert, was die Sprünge angeht. Sehr gut, jetzt wird es noch schwieriger. Drei Leben, denke ich mal. Ja, drei Leben, wunderbar. Schon deswegen muss es ein Herz bekommen. Jetzt sind wir hier oben rausgekommen, können durch die Tür gehen und sind wahrscheinlich am Ziel. Ja, sehr schönes Level. Also den einen oder anderen Cooper hätte ich mir gerne gewünscht, aber dennoch
Wunderschön. Vielleicht bekommen wir noch ein Lift-Platforming-Level. Wir haben mit einem Lift-Platforming angefangen und jetzt gibt es ein Lava and Poison Speedrun 2. Was haben wir für eine Abschlussrate? Sehe ich das noch? 5,20%. Und das für einen Speedrun. Das ist nicht viel. Aber wir probieren es. Ah, die Münzen zeigen ja eigentlich den Weg. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Okay, da hätte ich weiterspringen müssen und den Schwung mit dem von dem Haken da mitnehmen müssen. Und jetzt bin ich komplett irgendwie aus dem Takt. Eieieiei, das ist eine schwierige Stelle hier. Deswegen ist wahrscheinlich auch Hamzio nur eine 5%ige Abschlussrate. Das war knapp. Das war noch knapper, Leute. Okay, was passiert jetzt? Ende. Oh mein Gott, kriege ich das hin? Da ist das Ziel. Wenn man hier nicht sofort reagiert und sofort losrennt, ist man, glaube ich, ganz schön im Argen. So, was haben wir noch? Yoshi's Grassland 1-3. 42,98 Abschlussrate. Ich denke mal, das ist ein schönes Level, was im Super Mario Bros. Wii Style ist. Boing. Okay, wir kommen in Yoshi. Wir kommen sogar. Na, dort oben kann ich nie. Okay. Der ist fies platziert. Da sind, glaube ich, schon einige andere. So, Yoshi nehme ich mit. Diesmal bleibe ich aber unten hier. Den Cooper können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier gibt es sogar schon einen Speicherpunkt. So, kann ich in die Röhre reingehen? Nein. Aber hier unten komme ich rein. Ein kleiner Geheimraum mit ein paar Münzen? Ja gut, gibt es eine 10er-Münze. Die habe ich jetzt nicht eingesammelt, weil die Piranha-Pflanzen da waren. Hier gibt es noch eine 10er-Münze und da ist auch schon das Ziel. Okay, sehr angenehmes Level. Aber 1-3, ich hätte jetzt eher auf 1-1 getippt, weil es ja doch relativ einfach war. Aber ich glaube, so ein Yoshi-Level haben wir schon gespielt und ja, ist jemand in 18 Sekunden durchgerannt. Der hat sich das Level gar nicht angeguckt, der wollte einfach nur den Rekord haben. 60 Sekunden Snow-Speedrun. Ich denke mal, wir machen so bis Position 25 und dann sind wir für heute auch durch. Ich werde versuchen, die Folgen halt nicht so lang zu halten, damit ihr auch euren Spaß habt, die anzuschauen. So, los geht's. Jetzt hätte ich gedacht, ich muss mich da ducken. Aber musste ich nicht. Als kleiner Mario komme ich ja da durch. Das war knapp. Und unten war sogar noch ein Pi-Ballon. Und einen Speicher haben wir auch bekommen. Sehr gut. Okay. Alles noch gut bis jetzt. Die 30er Münze haben wir bekommen. Da gibt es unsere drei Leben und sogar noch eine 50er Coin.
Aber wir sind durch. Und sehr schön, dass man hier oben die Fahnenstange auch, also dass man die Fahnenstange auch ganz oben berühren kann und dadurch sich noch ein extra Leben holen können. Wunderschönes Level. Mal schauen, was Platz 24 und 25 ist. Da noch ein Level haben, was wir spielen können. Don't Move heißt das. Ah, sowas möchte ich nicht. Automatik-Level. Nee, das ist nicht meins. Lift and On-Off-Speedrun. Gibt es hier nicht noch so ein Lift-Plattforming? Long-Speedrun? Gib mir noch ein Lift. Was ist das denn hier? Ein 1-4 Alpine L. Von der Abschlussrate. Grab all 3 Bitcoins. 35%. Jump up across the airplane. Wo sollten wir da runterspringen? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben einen Pilz. Oh Gott. Ey. Okay, wir haben noch einen Pilz bekommen. Nein, dort oben komme ich ja gar nicht hin. Ah, hier muss ich... Oh Gott, der Cooper kommt ja zurück. Ah, da komme ich nicht nach oben. Das ist abgesichert worden. Hier ist wahrscheinlich nur eine Piranha-Pflanze drin. Jawohl. Okay, wie viele Münzen brauche ich hier? 4 Stück. Also ist wahrscheinlich wirklich nur... Wow, da wäre eine Feuerblume gekommen. Die habe ich natürlich verpasst jetzt. Die hätte mir auf jeden Fall ein bisschen das Leben vereinfacht. Aber hier ist das Ziel. Wunderbar, wunderschönes Level. Und das zum Abschluss von Super Mario Maker 2 mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. So, wo sind wir? 36, 37, 38, 39, 40. Okay, komm, wir machen Abschluss Spike Top Plattform Speedrun. Das wird wirklich unser letztes Level sein mit einer Abschlussrate von 4,28%. Könnte schwierig werden, aber wir probieren es. Werden wir es schaffen? Oh mein Gott. Ja, bis jetzt ist noch alles okay. Da hätte ich noch mal springen müssen, dann wäre es sogar der First Try gewesen. Schade. Ah, das war ein bisschen... Was? Zeit abgelaufen? Ich habe doch das Ziel schon berührt. Willst du mich veräppeln? Warum ist hier die Zeit abgelaufen? Sind das nur echt nur 20 Sekunden? Oh boah, ich war da aber schon im Ziel drin. Oh man, darf hier wirklich... keine Zeit verschwenden, nicht zu zeitig abspringen. Ansonsten kriegt man es nicht hin, dass man in den 20 Sekunden, die man hier hat... Mit dem Umschalten auf 0 Sekunden haben wir es geschafft. Wie schnell war hier jemand? Da war jemand noch ein paar tausendstel Sekunden schneller als wir. Aber wir sind wieder durch, ihr Lieben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns nächste Woche zu Super Mario Maker 2 wieder. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.